Blöd, komm bei Pro, wir nehmen mal wieder. Ja, sind die Geld weiter auf. Mit dem Herrn Jacob. Ja, wir könnten auch mal Pen Paper in dem alten London natürlich machen und ihren Chat the Ripper hinterher oder so, den dann der Spielleiter spielt, der ich wäre. Und ihr könnt mich niemals schnappen, weil ich der Spielleiter bin und alles weiß, ja. Wie Jack the Ripper. Jack the Ripper war ein Spielleiter und Pen and Paper, ja. Neue Erkenntnisse. Also wir rennen hier gerade durch die endlosen Weiten des Animus. Weil mal wieder geladen werden muss. Ja. Da stand gerade was zu Edward. Ja, konnte ich ja auch noch mal lesen. Und da ich überlege mir für Pen und Paper einfach so, oh, wir decken mal auf. Also was machen wir? Wir haben hier noch zwei Templer. Ja, dann machen wir die beiden noch. Und das hier ist komplett voll. Oder wir machen den Ersten Weltkrieg. Nee. Ich will nur den Ersten Weltkrieg. Oh, hier ist was von... Ist ein Londoner Geheimnis. Was soll das sein? Das ist für Reuges Schatzkammer. Ach, eine Spieluhr. Nee. Wir könnten auch Story weitermachen. Gönnt mal. Ich guck grad, wo Story ist. Bibi und hier ist Jacob. Er macht halt das. Ich will eine Schnellreise irgendwo hin machen oder will ich jetzt 1,5 Kilometer sprinten? Wenn, dann nehme ich mir eine Kutsche. Die Kutsche da, die da steht. Weiter Mädchen. Weiter Mädchen. Okay. Lauf schön weiter. Vielleicht solltest du wirklich Kopfhörer rein tun. Nee, ich kann es auch einfach auf 10 oder so reduzieren. Ist ja nicht das Problem. Nimmt ja trotzdem noch die Lautstärke auf. Ja, wenn ich mir gerade nicht so sicher. Wenn nicht, dann hast Pech gehabt. Kann ich sie einfach lauter stellen. Ja. Ja gut, das ist ein bisschen zu ruhig. Ich weiß nicht, über was wir reden sollen. Okay, reden wir über die Kutschenmechanik. Ja, was gibt's da so viel zu erzählen? Kann ich antreten, gebrannten Raum. Die Kutsche ist relativ gut. Ja. Und wir laufen zu den Kühlen dazu. Wenn man halt ziemlich viele Bezirke befreit hat. I'm not slowing down. Ah, so vertraut ist vertraut. Mir das mal eben. Ja. Busfeder wütet weiter. Ich nehme eine. Busfeder.
Jeder wütet weiter. Ich nehme eine. Bitte schön. Ich sage, wir hören auf mit diesem Wohlfahrtsnonsens für Fremdlinge und konzentrieren uns auf das, was London wirklich braucht. Eine stabile Führung, deren harte Arbeit alle zum Erfolg führen wird. Wie es den Größen der Wirtschaft ergeht, ergeht es der ganzen Welt. Hey! Such dir Arbeit! Du fauler Hund! Such dir Arbeit! Okay. Die besten Wachen, die man für Geld bekommen kann. Komm, gib dem Kind doch Geld. Die besten Wachen, die man für Geld bekommen kann, werden Mr. Dredge auch nicht helfen. Nur der die Zeitung zurück. Was? Keine Polizisten töten. So ist betäubt. Ja. Okay, da oben steht wohl. Die stehen mit Blickrichtung Eingang. Ja. Yeah. Wie gut, dass es diesen Seiteneingang gibt. Lol, Logik. Da ist noch einer. Du willst nicht riskieren mit Betäuben, dass alle Aufmerksamkeit werden, ne? Aber wie willst du denn das machen? Was stellst du doch vor? Melden Sie sich, wenn einer von Ihnen in der Bank nebenan von einem Mann namens Plutus gehört hat. Du musst ja irgendwie wohl die anderen noch ausschalten, die Polizisten. Jetzt reden die gerade miteinander. Hättest du Lust, Pen und Paper zu spielen? Vor schon. Ja. Ach nee, das jemand. Oder du hättest auch Lust, die Werwolf vom Düsterwald zu spielen? Ja. Ich meine, das könnten wir auch aufnehmen. Wir bräuchten bloß, wenn jemand Lust hätte und hier gerade zuschaut und in der Nähe von Stuttgart oder Heilbronn wohnt, ist er natürlich eingeladen mitzuspielen. Natürlich, wenn er auf YouTube landen möchte. Verzeihen Sie, machen Sie Geschäfte mit dieser Bank? Oi, oi. Reden. Jetzt kommt das Ziel. Ist das überhaupt vor? Den ausschalten. Den betäuben. Ja. Betäuben. Wieso? Ist er der zentrale Knotenpunkt oder wie? Melden Sie sich, wenn einer von Ihnen in der Bank nebenan von einem Mann namens Plutus gehört hat. Versucht eine Kutsche zu kommen. Ach du Scheiße! Bringt dir nichts, da ist ungefähr. Da ist hier kein Umbringer. Ja. Dann renn ihm halt hinterher und. Er ist da lang gefahren. So, sieht es anders.
gut. Ja. Oh, ist jetzt selber eine Kutsche. Wäre nicht schlecht. Ne? Ja. Ja. Okay. Auf geht's. Erstmal halt einen Drift hinlegen. Auf geht's. Ich vermute mal, ich kann auf der Kutsche aufs Dach steigen. Im Gebiet entkommen, wenn man nicht immer im Gebiet ist. Perfekt gelöst. Ja. So kann man es natürlich auch machen. Jacob, ich bin Sergeant Frederick Everline. Jacob, Freddy. Ich bin Sergeant Frederick Everline. Freddy. Sergeant, verdeckte Ermittlung. Es wird einen Überfall auf die Bank von England geben, dessen bin ich sicher. Überfall, das ist eine Festung. Die Jungs im Revier dachten auch, ich scherze. Wäre nicht so witzig, wenn es um ihr Erspartes ginge. Wer steckt dahinter? Das ist streng geheim. Ach, kommen Sie, Freddy. Ich kann Ihnen helfen. Ich sehe schon die Schlagzeilen. Auf frischer Tat ertappt. Everline hatte immer recht. Nun, ein bisschen kann ich Ihnen sicher verraten. In jedem Quartal wird ein Zweig der Bank ausgeraubt. Immer ein anderer Zweig. Und die Diebe werden ausgestattet von Cockle Merchants. Danke für den Tipp, Freddy. Es heißt Sergeant. Ich werde sie im Auge behalten. Okay. Oh, Knuff. Freddy. Ja, ich werde sie im Auge behalten.